Hallo liebe Sternenfreundinnen und Freunde und hallo an meine Community. Herzlich willkommen zu dem Ausblick im November 2019 für die 12 Sternzeichen. Die Timecodes, wann jedes Sternzeichen beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber bevor ihr dahin klickt, bleibt noch mal kurz bei mir. Es gibt ja immer eine Verlosung, auch diesen Monat wieder. Aber wenn ihr wissen wollt, wer in der Verlosung gewinnt, dann müsst ihr euch die kosmische Schwingung angucken. Da gibt es jetzt die Gewinnerin vom Oktober und dann eben auch in der nächsten die Gewinnerin oder den Gewinner vom November. Und außerdem ist die kosmische Schwingung auch überhaupt sehr wichtig, denn da bekommt ihr einen Überblick über die wichtigen Aspekte, denn ich kann da nicht bei jedem Sternzeichen auf alle Einzelheiten nochmal eingehen. In diesem Video hier zeige ich euch jetzt die Tendenzen für euer Sternzeichen und wenn ihr euch darin nicht ganz wiederfindet, schaut doch auch nochmal in das Zeichen eures Aszendenten hinein. Ganz spezifische Fragen und persönliche Anliegen kann ich euch aber nur in einer persönlichen Beratung beantworten, wenn wir nämlich das Gesamtbild eures Geburtshoroskops vor uns haben. Und dafür erreicht ihr mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich euch hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung nochmal. Wir bewegen uns ja aufs Jahresende zu und ich schreibe an meinem Jahrbuch für 2020, das Mitte November erscheinen soll. Und eins meiner Jahrbücher verlose ich jetzt schon mal in meiner monatlichen Verlosung und wie ihr teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos im Serviceteil und den Timecode für den Serviceteil findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Bevor wir anfangen, würde ich euch noch um ein Feedback bitten. Würdet ihr es besser finden, wenn ich immer mit dem Sternzeichen des Monats hier anfangen würde, also beispielsweise jetzt mit dem Skorpion und dann in der Reihenfolge des Tierkreises weiter, dann wäre die Waage diesmal am Schluss dran. Oder soll ich bei der gewohnten Reihenfolge von Widder bis Fische bleiben? Dann kommen natürlich die armen Fische immer zum Schluss. Ich habe halt immer Angst, das bringt euch durcheinander, wenn ich da wechsle. Deswegen habe ich bisher immer die übliche Reihenfolge, also von Widder bis Fische, eingehalten. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Für heute machen wir es wie immer und fangen an mit den Widdern bzw. Widder-Aszendenten. Hallo meine lieben Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Noch bis zum 5. November kann es ein bisschen stressig für euch sein. So lange haben wir noch eine Spannung hier von Mars zu Pluto und da kann es beruflich Machtkämpfe geben. Aber danach herrscht dann weniger Hektik und ihr habt mehr Zeit und Freiraum dafür, euer Ding durchzuziehen. Das ist für die Geborenen der zweiten Dekade sehr angenehm, denn die sind durch Saturn und Pluto weiterhin beruflich stark gefordert und möchten sich da auch gerne engagieren. Wenn ihr im März Geburtstag habt, steht ihr unter dem Einfluss von Chiron, der hier bei euch im Zeichen steht und euch mit euren seelischen wunden Punkten oder auch gesundheitlichen Schwachpunkten konfrontiert. Es würde euch gut tun, wenn ihr ein bisschen liebevoller mit euch selbst umgehen würdet. Sehr positiv für alle Widder ist, dass die Venus zu Beginn des Monats in den Schützen geht und dann 3 Wochen sehr erfreuliche Aspekte zu eurem Sternzeichen bildet. Das ist die Gelegenheit, um eure Beziehungen zu pflegen und vielleicht auch um eine kleine Reise zu unternehmen, denn das ist hier im 9. Haus der Reisen. Wenn ihr beruflich unterwegs seid, dürft ihr euch auf erfolgreiche Gespräche freuen und könnt neue Kunden oder Klienten anwerben. Wichtig ist, dass ihr für neue Verträge die Tage ab dem 21. November reserviert, denn bis dahin ist der Merkur noch rückläufig im Skorpion und das ist beim Widder-Kollektiv im Bereich der verbindlichen Verträge. Deshalb sind die ersten 3 Wochen des Monats geeignet, um neue Abschlüsse anzubahnen und auch um ein bisschen versteckte Informationen über die beteiligten Firmen oder Personen herauszubekommen. Es kann sogar sein, dass ihr um die Monatsmitte herum etwas herausfindet, was euch nicht gefällt und dann habt ihr noch die Chance, die ganze Sache wieder rückläufig zu machen. Wenn ihr aber zufrieden seid, dann könnt ihr nach dem 21. eure Abschlüsse tätigen. In der Liebe kann sich der Monat sehr erfreulich entwickeln. Widder in festen Beziehungen können tiefschürfende Gespräche führen und sich gegenseitig ihre Geheimnisse und auch in der Erotik ihre geheimen Wünsche anvertrauen. Zu Anfang des Monats verbindet sich die Venus mit Chiron. Das spricht dafür, dass es in schwierigen Situationen zu einer Heilung kommen kann. Später im Monat haben wir eine sanfte Konstellation mit Merkur und Neptun und die macht euch empathisch und ihr versteht euch auch öfter ganz ohne Worte. Wenn ihr jedoch ein Geheimnis habt, dann kann es der Vollmond am 12. November ans Licht bringen. Rund um diese Zeit haben wir nämlich einen Täuschungs- und Betrugsaspekt.
mit Venus und Neptun noch bis zum 15. November, der ist ein bisschen gefährlich für diejenigen, die in ihrer Beziehung nicht ganz glücklich sind und dann vielleicht fremdflirten oder auch schon was am Laufen haben. Da müsst ihr sehr aufpassen, denn euer Partner hat bis Anfang Dezember besonders sensible Antennen dafür und in den Tagen vom 20. bis 25. November droht sonst ein Eifersuchtsdrama. Warum? Weil euer Herrscher Mars am 19. aus der Waage in den Skorpion geht, wo er sich viel stärker entfalten kann. Zunächst ist das eine gute Nachricht, denn das bringt euch einen Zuwachs an Energie und Entschlossenheit und zeigt auch beruflich starke Partner an, mit denen ihr richtig was auf die Beine stellen könnt. Doch der Mars muss als erstes durch eine Spannung mit Uranus durch und das ist hochexplosiv. Seht ihr hier. Und in Konflikten will keiner nachgeben, bis es dann knallt. Außerdem ist auch eine erhöhte Verletzungsgefahr gegeben. Lasst euch in dieser Zeit nicht provozieren und haltet auch selber den Ball flach. Am 22. November nachmittags geht die Sonne in den Schützen. Sie aktiviert dann für 4 Wochen den Bereich der Reisen und der neuen Perspektiven und ihr bekommt wahrscheinlich Lust, schon Pläne für das neue Jahr zu machen. Dafür könnt ihr besonders den Neumond am 26. November nutzen und bezieht dabei auch eure wichtigen, lieben Menschen mit ein. Am gleichen Tag wechselt auch die Venus in den Steinbock und aktiviert dann euer Karrierehaus. Das lenkt die Energie auf eure beruflichen Beziehungen und was ihr im Laufe des Monats locker und freundlich angebahnt habt, solltet ihr dann in den kommenden 3 Wochen auf eine seriöse und ernsthafte Basis stellen. Hallo, ihr starken Stiergeborenen und Stieraszendenten. Eure Sterne verheißen weiterhin aufregende Begegnungen und Liebesereignisse. Die Sonne im Skorpion steht für das Stierkollektiv hier im Partnerhaus und dort steht auch der rückläufige Merkur. Ihr dürft also nicht jedes Wort, das gesprochen wird, auf die Goldwaage legen und bei wichtigen Vereinbarungen möglichst schriftlich bestätigen, was beschlossen wurde. Andererseits habt ihr eine ausgezeichnete Intuition dafür, was euer Gegenüber wirklich meint, auch wenn die Person vielleicht etwas ganz anderes sagt. Auch wenn jemand euch vorübergehend den Rücken kehrt und sich wieder zurückzieht, könnt ihr ganz entspannt bleiben. Höchstwahrscheinlich wird die Person spätestens Ende des Monats wieder auf euch zukommen. Für fest liierte Stiere sind die Tendenzen sehr kuschelig, denn die Venus zieht weiter in den Schützen und beglückt euch dann im Haus der Ehe und der festen Beziehungen hier. Wahrscheinlich wollt ihr gemeinsam etwas anschaffen oder geht doch einfach mal zusammen shoppen. Dafür eignen sich besonders die ersten 10 Tage des Monats. Der Vollmond am 12. November findet auf eurer Beziehungsachse in den Zeichen Stier und Skorpion statt. Das ist ein besonders sinnlicher Vollmond für euch. Und wenn es kribbelt und knistert und ihr einen Liebespartner habt, solltet ihr euch rund um den Vollmond Zeit für die Liebe nehmen. Aber verabredet euch sorgfältig und genau, nicht, dass ihr ein Date verpasst mit dem rückläufigen Merkur. In der zweiten Monatshälfte haben wir ein paar Spannungen, beginnend mit einer romantischen Täuschungskonstellation, wenn nämlich die Venus hier in eine Spannung zu Neptun und dann auch zu Lilith läuft. Da wird dann gerne mal heimlich gemauschelt und getuschelt oder auch heimlich geflirtet. Weil der Neptun bei euch im Freundschaftshaus steht, kann es auch Bekannte und Freunde betreffen. Vielleicht wird aus Freundschaft Liebe, aber da hängen noch andere mit dran, die damit nicht einverstanden sind oder sowas. Beruflich und finanziell solltet ihr in der Woche vom 11. bis 15. November besonders vorsichtig sein. Das gilt auch für gut gemeinte Finanztipps von Freunden. Die wissen wahrscheinlich nicht so gut Bescheid wie ihr selber. Außerdem ist ja sowieso der Merkur rückläufig. Lasst euch in dieser Zeit nicht unbedacht auf brenzlige Situationen ein, denn da kommt eine stürmische Phase auf euch zu und die hat mit dem Mars zu tun. Der geht nämlich am 19. November in den Skorpion und wandert dann für 6 Wochen beim Stierkollektiv durchs Partnerhaus. Das ist eine mächtige Spannung zu eurem Sternzeichen. Am 20. November wird abends der Merkur wieder direktläufig und am 22. geht die Sonne in den Schützen. Der 21. bis 24. sind günstige Tage, um etwas zu unterschreiben oder vereinbaren. Dann steht nämlich die Venus sehr vorteilhaft. Aber gleichzeitig haben wir dann eben auch diese Opposition von Mars zu Uranus und dann liegt eine sehr, sehr starke Spannung in der Luft und keiner will nachgeben.
In dieser Zeit ist auch das Unfall- oder Verletzungsrisiko erhöht, besonders für diejenigen von euch, die in der ersten Dekade Geburtstag haben. Der Mars im Skorpion in eurem Partnerhaus kann einen eifersüchtigen Partner anzeigen, der euch was nachträgt oder auch Kunden oder Geschäftspartner, mit denen es ein Ringen um finanzielle Angelegenheiten, wie zum Beispiel die Rückzahlung von geliehenen Geldern, geben kann. Vielleicht ist auch ein Kumpel sauer, dessen Finanztipps ihr nicht beachtet habt. Wenn es darüber zum Bruch kommen sollte, kann es lange dauern, ehe die Parteien wieder zueinander finden. Vertagt deswegen heikle Gespräche am besten auf die Zeit nach dem Neumond, und der ist am 26. November im Zeichen Schütze. Am gleichen Tag geht die Venus in den Steinbock und bildet dann günstige Aspekte zur Stiersonne. Danach kann man dann vernünftig verhandeln und auch Konflikte wieder beilegen, wenn man sich zuvor die Tür dafür offen gelassen hat. Auch unerwartete und überraschende Lösungen können sich dann ergeben, und eure Intuition hilft euch dabei, ganzheitlich zu denken. Schaut euch doch zu diesem Themenkomplex bitte auch noch die kosmische Schwingung an. Da habe ich diesen Aspekt ganz genau beschrieben und auch in welchen Tierkreisgraden der stattfindet, damit ihr das gegebenenfalls nachschlagen könnt. Hallo meine zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten. Es gibt gute Nachrichten von den Sternen. Die Venus wandert ab dem 1. November abends und bis zum 26. November beim Zwillinge-Kollektiv durchs Partnerhaus, und das verspricht viele gesellige Momente und nette Begegnungen. Außerdem ist es günstig, um neue Flirts anzubahnen. Ihr trefft Leute, die heiter und positiv gestimmt sind und ein bisschen Licht in die trübe Novemberstimmung bringen. Wenn ihr noch Solo seid, solltet ihr nochmal in die Flirtoffensive gehen, denn der November ist der letzte Monat, in dem sich Glücksplanet Jupiter im Schützen und damit in eurem Partnerhaus auffällt, also für die nächsten 12 Jahre dann, ne, das letzte Mal, und das solltet ihr ausnutzen. Besonders günstig sind in dieser Hinsicht die ersten 10 Tage des Monats und dann auch wieder die Zeit ab dem 20. November. Dazwischen die Tage sind ein bisschen komplizierter, und das hat mit Neptun zu tun. Langfristig steht ihr ja immer noch unter dem Einfluss des Verzauberungsplaneten hier aus den Fischen, und das kann zu romantischen Verwirrungen führen. Neptun wirkt diesen Monat besonders stark, weil er nach längerer Zeit wieder direktläufig wird. Und im Zusammenspiel mit Venus und Lilith zeigt er für diesen Monat ein erhöhtes Risiko an, dass ihr in eine unklare Situation, vor allen Dingen in der Liebe, hineingeratet oder vielleicht auch selbst zwei Eisen im Feuer habt und euch nicht entscheiden könnt. Und das gilt ganz besonders für die Zeit zwischen dem 10. und dem 20. November, und auch der Vollmond am 12. November fällt in diese Zeit. Wenn ihr während dieser Phase jemand Tolles Neues kennenlernt, würde ich euch die 90-Tage-Regel empfehlen, also 90 Tage Zurückhaltung, jedenfalls dann, wenn es Unsicherheiten gibt oder vielleicht noch eine dritte Person im Spiel ist. Denn dann müsst ihr davon ausgehen, dass diese Beziehung erst nach 3 Monaten ihr wahres Gesicht zeigen wird. Also lasst euch ein bisschen Zeit, ehe ihr euch tiefer einlasst, sonst kann das zu Herzschmerzen führen. Mit dem Merkur im Skorpion kann es sich durchaus auch lohnen, im Zweifelsfall ein bisschen mehr über das Objekt eurer Begierde herauszufinden und zu erforschen. Zwillinge in fester Beziehung haben stabile Tendenzen und werden vom Partner wahrscheinlich auch bei beruflichen Entscheidungen gut unterstützt. Beruflich zeigen die Sterne eine produktive Phase an, aber nur bei den Projekten, die schon laufen und bei denen alles abgeklärt ist. Bei neuen Aufgaben scheint es anfangs einige Unklarheiten und Missverständnisse zu geben. Aber ihr habt eine gute Intuition dafür, was wirklich läuft, und merkt es, falls Kollegen noch eine versteckte Agenda haben. Am 19. November geht der Mars in den Skorpion, und das ist beim Zwillinge-Kollektiv das Berufshaus. Und am 20. wird der Merkur abends wieder direktläufig, ebenfalls im Skorpion. Und danach kommt es dann bis etwa zum 25. zu einer Spannungssituation, vielleicht weil ihr etwas herausgefunden habt, was andere geheim halten wollten. Haltet erstmal den Ball flach, vermutlich betrifft euch das gar nicht direkt, und ihr solltet dafür sorgen, dass ihr nicht in eine Auseinandersetzung hineingezogen werdet. Am 22. November geht die Sonne nachmittags in den Schützen und aktiviert dann für 4 weitere Wochen euer Partnerhaus. Die geselligen Anlässe und Einladungen gehen also weiter, und in eurem Privatleben kommt keine Langeweile auf.
Am 26. November ist dann der Neumond im Schützen, ebenfalls bei euch im Partnerhaus. Das ist eine gute Zeit, um über neue Impulse für eure bestehende Partnerschaft nachzudenken oder, falls ihr noch Solo seid, zum Beispiel für eine Wunschmeditation, wie euer Partner sein sollte. Am gleichen Tag geht die Venus in den Steinbock und wandert dann beim Zwillinge-Kollektiv ins Achterhaus der Verbindlichkeiten. Das können drei schöne Wochen werden für die fest liierten Zwillinge und neue Flirts können dann ernsthafter und verbindlicher werden. Gut möglich, dass ihr in den letzten Tagen des Monats öfter mal als Vermittler und Schlichter gefragt seid. Und falls ihr beratend tätig seid, habt ihr bestimmt viel zu tun. Der Merkur bildet dann sehr intuitive Aspekte, sodass ihr anderen mit Rat und Tat gut helfen könnt. Hallo, ihr empathischen Krebse und Krebsaszendenten. Zurzeit machen euch die Konstellationen besonders sensibel und aufnahmefähig für die Stimmungen und Bedürfnisse eurer Mitmenschen. Wenn ihr helfend oder als Berater tätig seid, habt ihr bestimmt die Praxis voll und viel Freude daran, Menschen helfen zu können. Die Venus geht ab dem 1. November abends in den Schützen und trifft sich dort später mit Jupiter. Und das passiert bei euch im Berufshaus. Das ist ein sehr erfreulicher Einfluss. Der rückläufige Merkur im Skorpion vertieft eure Einsichtsfähigkeit und euren Forscherdrang. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr euer Terminbuch sorgfältig führt und keine Missverständnisse in euren Absprachen entstehen. Auch wenn ihr kreativ tätig seid oder vielleicht an einem Herzensprojekt werkelt, erlebt ihr schöne Momente, in denen ihr ganz in den Flow kommt und sozusagen Zwiesprache mit eurem kreativen Baby halten könnt. Apropos Baby, mit dem Mondknoten in eurem Zeichen und vielen Planeten hier im Haus der Kinder ist die Zeitqualität auch sehr schön, falls ihr gerade noch ein Kind oder Enkelkind bekommen habt. Und falls ihr noch solo und auf der Suche seid, zeigen die Sterne für euch gute Chancen, eine knisternde Affäre anzufangen. Leute trefft ihr, wenn ihr euren Hobbys nachgeht, Sport treibt oder auch auf Reisen oder bei spirituellen Seminaren und nicht zuletzt auch im Kollegenkreis. Das sieht alles sehr schön für euch aus. Natürlich empfangt ihr weiterhin harte Aspekte von Saturn und Pluto und bis zum 5. November werden die auch noch verstärkt vom Mars in der Waage. Und was diese langfristigen Aspekte bedeuten, das habe ich natürlich ausführlich in meinem Jahrbuch erläutert. Aber hier mal ein Beispiel. Eine Bekannte von mir, geboren im Krebs, hat kürzlich ihren Job gekündigt und die Umstände waren reichlich unangenehm. Andererseits beginnt sie nun in ihrem Bereich eine selbstständige Tätigkeit, bei der sie kreativ und selbstbestimmt arbeiten kann und darauf freut sie sich sehr. Wenn ihr also diese Aspekte empfangt, müsst ihr vielleicht unangenehme Entscheidungen treffen und konsequent durchziehen, aber gerade im November sind die Aspekte günstig eingebettet, sodass die Umstände sich als vorteilhaft erweisen und ihr bekommt Hilfe und Rückhalt. Achtsam sein müsst ihr, wenn ihr im Juni Geburtstag habt, dann empfangt ihr den Einfluss von Chiron, der euch seelisch oder auch körperlich mit euren Schwachpunkten konfrontiert. Geht bitte liebevoll mit euch selber um und achtet auf die Signale eures Körpers. Am 12. November haben wir den Vollmond auf der Achse Stier und Skorpion und das kann euch einen Kreativschub bringen. Auch in erotischer Hinsicht ist es ein toller Vollmond. Nehmt euch Zeit zu zweit, falls ihr einen Liebespartner habt. Danach werden die Aspekte etwas unruhiger. Vorsicht, wenn ihr nach der Monatsmitte einen Flirt im Kollegenkreis anfangen solltet. Aber es ist eher zu vermuten, dass andere Leute Probleme haben, bei denen ihr dann helfen könnt oder sollt. Aber nehmt euch deren Probleme nicht zu sehr zu Herzen. Am 19. November geht der Mars in den Skorpion und bildet dann für 6 Wochen günstige Aspekte zur Krebssonne. Für sportliche Krebse ist das eine tolle Konstellation, um jetzt vor dem Winter noch mal ein paar Trainingseinheiten hinzulegen. Vielleicht merkt ihr auch, dass euer erotischer Appetit steigt. Am 22. geht dann die Sonne in den Schützen. Sie bringt für 4 Wochen viel Energie in euer berufliches Engagement. Außerdem ist es eine gute Zeit, um sich gesundheitlichen Themen zu widmen, zum Beispiel dringend nötige Arzttermine endlich mal wahrzunehmen. Vom 19. bis 26. haben wir eine spannungsgeladene Woche, weil der Mars dann eine Opposition zu Uranus bildet und da schwelen Auseinandersetzungen, in denen keiner nachgeben will. Und lange passiert nichts und dann knallt es richtig. Zur Krebssonne stehen die Planeten zum Glück in Harmonie, deswegen fällt euch vielleicht die Rolle der Schlichter oder Seelentröster zu. Möglich aber auch, dass der eine oder andere Krebs eine heiße Affäre mit ungewissem Ausgang anfängt.
Ich würde euch aber abraten davon, einen One-Night-Stand hinzulegen. Den meisten Krebsen bekommt das sowieso nicht und Chiron macht euch besonders sensibel für Liebeskummer. Am 26. ist dann auch der Neumond im Schützen, der bringt neue Impulse für eure Alltagsroutine. Wolltet ihr schon immer was für eure Gesundheit tun, dann könnt ihr den Neumond dafür nutzen. Gleichzeitig geht auch die Venus in den Steinbock in euer Partnerhaus und damit beginnen drei schöne Wochen für eure Partnerschaften und für neue Flirts, die das Potenzial für längere Beziehungen haben. Und wer schon jemanden hat, profitiert von den harmonischen und kuscheligen Aspekten zum Monatsende. Hallo, ihr stolzen Löwen und Löwe-Aszendenten. Es sieht nach einem produktiven Monat für euch aus. Gleichzeitig habt ihr viele Familienverpflichtungen. Vielleicht bekommt ihr auch Besuch und fest liierte Löwen mit Familie dürfen sich auf eine schöne Zeit gemeinsam mit ihrem Schatz und den Kindern freuen. Allerdings zeigt der rückläufige Merkur im Skorpion an, dass ihr euch sorgfältig absprechen müsst, wer welche Aufgaben übernimmt, sonst gibt's Missverständnisse. Bei dem einen oder anderen Löwegeborenen kommt nun vielleicht auch ein Familiengeheimnis ans Licht. Aber die vielen harmonischen Aspekte lassen vermuten, dass ihr damit ganz gut klarkommt oder dass es vielleicht sogar zur Heilung einer Situation beiträgt. Auf jeden Fall solltet ihr möglichst eng mit euren Lieben zusammenrücken und klären, was zu klären ist, denn im letzten Monatsdrittel können zu Hause Spannungen aufkommen. Aber dazu gleich mehr. Wenn ihr solo und auf Partnersuche seid, gibt es einige schöne Gelegenheiten zum Flirten, besonders in den ersten 10 Tagen des Monats und auch ab dem 20. wieder. Die Venus geht nämlich vom 1. November abends bis zum 26. durch den Schützen und bildet superschöne Aspekte zur Löwesonne, die Flirts begünstigen. Die Zeit zwischen dem 10. und dem 20. ist da ein bisschen kritischer. Da könnt ihr in eine verwirrende Liebessituation geraten. Besonders wenn ihr schon fest liiert seid und euch jemand anders schöne Augen macht, solltet ihr da ganz vorsichtig sein. In eurem Job scheint es jetzt wieder voranzugehen, vor allem ab dem 5. November. Ihr fühlt euch besser verstanden und unterstützt als noch im Oktober. Da gab es ja öfter mal Gegenwind. Für die fest liierten Löwen lohnt es sich außerdem auch, berufliche Themen mit ihrem Schatz zu besprechen. Der hat einige gute Ideen dazu. Aber auch euch selber fällt viel ein. Und besonders in der Woche vom 10. bis 15. seid ihr sehr kreativ. Das ist eine super Zeit für neue Marketingstrategien und falls ihr im Verkauf tätig seid. Der Vollmond am 12. November bildet eine starke Spannung zur Löwesonne und ist sehr leidenschaftlich. Hoffentlich habt ihr die Möglichkeit, diese Energie zum Beispiel erotisch oder kreativ auszuleben und weniger durch Auseinandersetzungen. Es kann sein, dass ihr euch zwischen den Anforderungen im Job und den Bedürfnissen eurer Familie zeitweise hin und her gerissen fühlt. Das gilt ganz besonders für die Juli-Löwen, die unter dem Einfluss von Uranus stehen. Wenn das für euch zutrifft, können sich Auseinandersetzungen ab der Monatsmitte zunehmend schwierig gestalten. Am 19. geht nämlich der Mars in den Skorpion und damit für das Löwe-Kollektiv ins Haus der Familie und bildet dann für 6 Wochen Spannungsaspekte zu eurer Sonne. Meiner Erfahrung nach ist das eine sehr herausfordernde Konstellation, denn der Löwe gibt bei Streitigkeiten nicht gerne nach, aber der Mars zeigt jetzt Opponenten an, die stur dagegenhalten und es können eben auch Familienmitglieder sein. Vom 20. bis 26. liegt da eine ziemliche Spannung in der Luft und keiner will nachgeben, bis es dann so richtig knallt. Mars im Skorpion, das kann auch ein eifersüchtiger Partner sein oder ihr selbst werdet eifersüchtig auf euren Partner und neigt dann dazu, an diesem Gefühl festzuhalten, bis es kracht. Versucht irgendwie bis zum 26. durchzukommen und trefft keine Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben, wie zum Beispiel eine Trennung oder einen Rauswurf von jemandem, der euch zu Hause nervt. Danach legt sich diese Spannung wieder und man kann konstruktiver mit dem Problem umgehen. Außerdem besteht in diesen Tagen ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko. Genaueres darüber erfahrt ihr in der kosmischen Schwingung über diesen Mars-Aspekt. Am 22. geht dann auch die Sonne in den Schützen. Das ist für 4 Wochen eine sehr schwungvolle Energie für euch. Und am 26. ist dann der Neumond im Schützen und der ist sehr schön für euch, um Pläne für das nächste Jahr zu machen, vor allem für Herzensprojekte, für eure sportlichen Aktivitäten oder mit einem neuen Liebespartner.
Am gleichen Tag wandert die Venus in den Steinbock. Das ist dann für die Löwesonne zwar nicht mehr so prickelnd, kann euch aber im Job angenehme Entwicklungen bescheren, nämlich eine konstruktive Stimmung in Meetings und im Kollegenkreis. Mancher familiengestresste Löwe fühlt sich dann womöglich am Arbeitsplatz wohler als zu Hause. Aber auch dort werdet ihr feststellen, dass es zum Monatsende hin leichter fällt, wieder aufeinander zuzugehen. Hallo, ihr klugen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Jetzt blühen eure intellektuellen Fähigkeiten und euer Forschergeist richtig auf. Die Sonne und der rückläufige Merkur stehen im Skorpion günstig zur Jungfrau-Sonne und fördern alle Projekte, bei denen ihr geistig in die Tiefe gehen und Prozesse durchdringen wollt. Vor allem diejenigen von euch, die in der Psychologie oder in der Beratung tätig sind, spüren jetzt die tiefsten Zusammenhänge auf und erkennen, wo die Probleme liegen. Auch wenn ihr im Controlling oder in der Organisation arbeitet oder als Firmencoach Zusammenhänge untersucht, werdet ihr jetzt fündig. Vielleicht ist es manchmal nicht so leicht, eure Erkenntnisse den Klienten oder Kunden verständlich zu machen. Der Merkur ist ja eben rückläufig und da muss man das eigene Wissen gegebenenfalls aufbereiten, damit es wirklich verstanden wird. Falls das nicht gleich klappt, könnt ihr euren Bericht ja nach dem 21. einreichen, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Euren Klienten solltet ihr zum Beispiel eine Aufnahme eurer Gespräche mitgeben, damit sie Zeit haben, das Gesagte richtig zu verstehen. Finanziell solltet ihr noch den 5. November abwarten, bis dahin kann es noch Verzögerungen geben, danach bekommt ihr, was euch zusteht. In der Liebe empfangt ihr weiterhin den Einfluss von Neptun in eurem Partnerhaus. Das kann sehr romantisch, aber auch sehr verwirrend sein. Denn bei Neptun weiß man manchmal nicht genau, woran man ist. Oder man wirft vor lauter Verliebtheit seine eigenen Prinzipien über Bord. Diesen Monat könnt ihr aber zu einem tieferen und ganzheitlichen Verständnis eurer eigenen Gefühle und der aktuellen Beziehung finden. Denn der Neptun und auch die Lilith, die ja auch in eurem Partnerhaus steht, die sind in gute Aspekte eingebettet, sodass ihr einen intuitiven Zugang zu dem Geschehen findet. Und ihr habt auch ein gutes Bauchgefühl dafür, ob jemand euch wirklich wohlgesonnen ist oder ob die Person ein Geheimnis vor euch verbirgt. Und dann gelingt es euch auch, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Mitte des Monats könntet ihr nochmal schwach werden. Da haben wir einen ganz verführerischen Aspekt, da solltet ihr ganz vorsichtig sein. Und das gilt vom 10. bis zum 20. November. Die Venus im Schützen zeigt angenehme Momente mit eurer Familie an, beziehungsweise mit den Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Vielleicht habt ihr auch Spaß daran, eure Wohnung hübsch zu dekorieren oder etwas umzuräumen. Vor allem seht ihr euch nach mehr Licht jetzt in der dunklen Jahreszeit. Aber da kann man ja mit Kerzen und Lichterketten was dran machen. Der Vollmond am 12. November steht günstig zur Jungfrau-Sonne in den Zeichen Stier und Skorpion. Das ist ein sehr sinnlicher Vollmond. Er weckt eure Lust und beflügelt eure Fantasie und ihr findet die richtigen Worte für heißes Liebesgeflüster, um euren Liebespartner den Kopf zu verdrehen. Zwischen dem 19. und dem 26. November werdet ihr als sanfte Stimme der Vernunft gebraucht. Am 19. geht der Mars in den Skorpion und dann bekommen wir diesen mega Spannungsaspekt zwischen Mars und Uranus und viele werden am Rad drehen und in Auseinandersetzungen steht man sich stur und unversöhnlich gegenüber. Ihr dagegen seid flexibel und verständnisvoll und so könnt ihr vielleicht stellenweise dazu beitragen, dass sich die Wogen wieder glätten. Es kann natürlich auch sein, dass ihr Planeten im Horoskop habt, die diese Spannung ganz direkt empfangen. Das kann man aber nur in einer persönlichen Beratung klären. Am 22. November am Nachmittag tritt die Sonne in den Schützen ein und aktiviert dann für die nächsten 4 Wochen den Bereich Wohnen und Heimat beim Jungfrau-Kollektiv. Also euer Spaß am schönen Heim setzt sich fort und wenn ihr zu euch nach Hause einladet, kommen eure Gäste bestimmt gerne. Und dort findet auch der Neumond am 26. November statt. Der ist günstig für neue Impulse rund um das Thema Heimat und Wohnen. Wollt ihr da etwas neu gestalten oder vielleicht umziehen oder sucht ihr eine neue Wohnung oder Haus, dann solltet ihr rund um diesen Neumond entsprechende Pläne machen. Am gleichen Tag wechselt die Venus aus dem Schützen in den Steinbock und steht dann für 3 Wochen sehr günstig und förderlich für euch. Das ist eine sehr gute Zeit zum Manifestieren, wenn ihr etwas im Kopf habt, was ihr umsetzen wollt. Und für die Lust und die Liebe ist es auch ein guter Aspekt.
Der Monat klingt dann aus mit versöhnlichen Aspekten. Wo es noch Missverständnisse gegeben hatte, klären diese sich jetzt auf. Und so mancher wird sich jetzt bei euch für eure Dienste als gute Freunde und Vermittler und Berater herzlich bedanken. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Aszendenten. Der Mars steht weiter in eurem Zeichen und das bringt euch viel Energie. Ideal ist es, wenn ihr in einem Team harmonisch zusammenarbeitet und andere mit euch am gleichen Strang ziehen. Falls es aber hakt oder Widerstände gibt, wird sich das voraussichtlich noch bis zum 5. November hinziehen, weil der Mars muss hier noch durch dieses Quadrat durch zu Pluto, aber danach läuft es wieder runter. Und außerdem geht ab dem 1. November abends die Venus durch den Schützen und das ist für euch ein sehr günstiger Aspekt, besonders wenn ihr mit Marketing oder Kommunikation zu tun habt. In Meetings oder beim Brainstorming erzielt ihr besonders in den ersten und den letzten 10 Tagen des Monats gute Ergebnisse. Beruflich und finanziell kann sich der Monat für euch sehr produktiv entwickeln. Vor allem Abläufe, die bereits bekannt und eingespielt sind, werden euch nicht enttäuschen. Die Sonne und der rückläufige Merkur aktivieren hier euer Geldhaus. Das ist zum Beispiel gut, um auf eine neue Geldquelle hin zu recherchieren und euch schlau zu machen, was ihr für Möglichkeiten habt. Falls ihr ein finanzielles Problem habt, könnt ihr erforschen und herausfinden, woran es liegt. Nur halt für neue Abläufe ist das noch nicht gut, solange der Merkur noch rückläufig ist, aber eben in der Rückschau und um etwas herauszufinden. Besonders rund um den Vollmond am 12. November können Dinge zutage treten, die euch bisher verborgen geblieben waren. Allerdings müsst ihr diese Erkenntnisse dann auch erstmal verstehen und akzeptieren und das wird dann erstmal schwierig, weil die Venus durch noch einen Täuschungsaspekt mit Neptun hindurch muss. Und da müsst ihr aufpassen, dass man euch nicht versucht, über den Tisch zu ziehen oder dass ihr vielleicht selbst eine Sache falsch einschätzt. Ab dem 20. seht ihr wieder klarer, da wird dann abends auch der Merkur wieder direktläufig und danach ist die Zeit besser, um etwas Neues zu beginnen oder Verträge zu unterschreiben. In der Liebe profitiert ihr von dem günstigen Venus-Aspekt. Ihr seid besonders kommunikativ und offen. Das ist vor allem günstig für Solo-Wagen, die auf Partnersuche sind. Vorsicht nur in der Zeit vom 12. bis zum 20. Da besteht die Gefahr, dass ihr in der Liebe getäuscht werdet, etwa, dass euch jemand nicht sagt, dass er bereits gebunden ist. In euren bestehenden Beziehungen seid ihr angeregt, um nicht zu sagen aufgeregt, vom Mars in eurem eigenen Zeichen. Wahrscheinlich wünscht ihr euch mehr Intensität und Aufmerksamkeit und neckt und fordert euren Partner. Und wenn er nicht drauf eingeht, ärgert euch das. Am besten, ihr verzichtet auf Grundsatzdiskussionen und verbale Auseinandersetzungen. Schlagt lieber gemeinsame Aktivitäten vor. Tanzen, Sport und natürlich auch eine Extraportion Erotik und Sex sind das Beste, um diese Mars-Energie in erfreuliche Bahnen zu lenken. Ab dem 19. ändert sich das. Dann geht nämlich der Mars in den Skorpion und ihr entspannt euch innerlich wieder und werdet wieder friedlicher. Allerdings gibt es dann erstmal eine gewaltige Spannung zwischen Mars und Uranus und das kann sich bei liierten Wagen durch eine Auseinandersetzung ums gemeinsame Geld äußern. Vielleicht seid ihr aber auch gar nicht direkt betroffen und merkt an den Menschen eurer Umgebung, dass dicke Luft herrscht. Näheres dazu und wer betroffen ist, vielleicht ein Partner oder Familienmitglied, erfahrt ihr in der kosmischen Schwingung. Die angespannte Stimmung hält vor bis zum 26. und währenddessen geht die Sonne am 22. in den Schützen und am 26. ist dann der Neumond im Schützen und beides aktiviert bei euch das dritte Haus der Kommunikation. Dieser Neumond wird euch inspirieren, Pläne für das nächste Jahr zu machen und sie gleich aufzuschreiben. Wahrscheinlich habt ihr viele gute Ideen, gerade auch wenn ihr selbstständig seid und darüber nachdenkt, wie ihr euch noch besser vermarkten könnt. Am gleichen Tag geht die Venus in den Steinbock und wandert dann bis kurz vor Weihnachten durch euer viertes Haus der Familie. Sie bildet erstmal günstige Aspekte, so dass ihr euch mit eurer Familie bzw. den Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, Ende des Monats gut verstehen dürftet. Im Dezember wird sich die Venus dann mit Saturn und Pluto treffen, deswegen jetzt schon mal ein Tipp, nehmt euch bloß nicht zu viel vor und macht euch nicht so viel Stress um die Weihnachtsplanung oder die Geschenke. Mehr dazu erfahrt ihr dann in meinem Video im Dezember. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im November Geburtstag habt.
Freut euch auf einen Monat voller Vitalität und Inspiration. Romantikplanet Neptun und die wilde Lilith senden euch sehr verführerische Impulse. Eure Liebespartner haben allen Grund zur Freude. Und wenn ihr zurzeit alleinstehend seid, könnt ihr diese kosmischen Energien wunderbar nutzen, um kreativ zu werden. Beruflich stehen die Sterne ebenfalls sehr günstig, gerade wenn ihr kreativ seid oder auch wenn ihr zum Beispiel als Seminarleiter arbeitet. Klar, der Merkur ist rückläufig, deswegen müsst ihr mit gelegentlichen Verzögerungen und Verständigungsproblemen rechnen. Andererseits sind die Konstellationen sehr intuitiv und ihr versteht vieles auch ohne Worte. Außerdem ist der rückläufige Merkur super für alle Skorpione, die forschen, investigativ arbeiten, recherchieren oder auch als Psychologen bzw. Therapeuten tätig sind. Er fördert eure Lust am tiefschürfenden Nachdenken und bestimmt werdet ihr wichtige Erkenntnisse erhalten oder auch Geheimnisse lüften. Der Vollmond am 12. November fällt bei euch auf die Beziehungsachse in den Zeichen Stier und Skorpion und aktiviert euer Partnerhaus, wo ja auch der Uranus steht. Und der kann euch anregende Begegnungen bringen. Insofern denke ich, dass auch für Solo-Skorpione gute Chancen bestehen, in Kontakt zu kommen und Flirts anzufangen, und zwar durchaus auch übers Internet. Die Venus wandert im November die meiste Zeit durch den Schützen. Das ist für euch weiterhin günstig, vor allem wenn ihr auch Planeten im Schützen habt. Wichtig ist, dass ihr finanzielle Angelegenheiten genau kontrolliert und in der Zeit zwischen dem 10. und dem 16. besonders gut aufpasst, dass euch da nicht die Kohle durch die Finger gleitet. Ihr könntet verführt sein, für ein Hobby oder auch im Zusammenhang mit einer erotischen Begegnung oder einem Flirt mehr Geld auszugeben, als euch gut tut. Ab dem 19. November kommt eine ganz neue Energiewelle auf euch zu. Dann geht nämlich der Mars in euer Zeichen Skorpion. Da kann er sich sehr gut entfalten und euch mit viel sinnlicher Energie und Durchsetzungskraft versorgen. Ihr müsst nur bitte in der ersten Woche direkt danach vorsichtig sein, denn er bildet dann erstmal hier die Opposition zu Uranus und dann ist die Atmosphäre mit einer gewaltigen Energie aufgeladen, die sich irgendwo ihren Weg sucht, leider auch in Streitigkeiten und Auseinandersetzungen. Und das kann eben auch von euch ausgehen, zum Beispiel, weil ihr in einer Situation eifersüchtig werdet oder einfach sicher seid, dass ihr jetzt unbedingt euer Recht oder eure Meinung durchsetzen müsst. Am direktesten wird der Aspekt auf euch wirken, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt. Und er zeigt leider auch eine erhöhte Verletzungs- oder Unfallgefahr an. Also seid in den Tagen zwischen dem 19. und dem 26. November besonders achtsam. Lasst euch nicht provozieren und nicht unter Druck setzen. Nehmt euch aber auch vor, euch nicht von eurem eigenen Ärger davontragen zu lassen. Am 20. wird der Merkur abends in eurem Zeichen wieder direktläufig. Danach bleibt er noch bis Anfang Dezember bei euch im Zeichen. Das ist dann eine Zeit, in der ihr die Ergebnisse eurer Forschungen gut vortragen könnt oder auch Licht in Geheimnisse bringen könnt, wenn ihr das für nötig haltet. Man wird euch zuhören, garantiert. Am 22. November am Nachmittag geht die Sonne in den Schützen und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer Geldhaus. Und da befindet sich dann auch der Neumond am 26. Und den könnt ihr nutzen, um euch über eure finanzielle Ausrichtung der kommenden Wochen oder auch des neuen Jahres Gedanken zu machen. Dabei sollte euer Augenmerk auf der Konsolidierung liegen, nicht so sehr auf der weiteren Expansion. Denn Jupiter zieht dann im Dezember weiter in den Steinbock und verlässt euer Geldhaus. Das spricht für die Notwendigkeit, die Finanzen abzusichern. Die Venus wechselt mit dem Neumond schon in den Steinbock und das hilft bei einer ganz nüchternen Einschätzung der eigenen Finanzlage. Der Monat klingt aus mit harmonischen Aspekten. Falls es also unter der Mars-Uranus-Spannung zum Krach gekommen sein sollte, können die Beteiligten dann aufeinander zugehen. Falls ihr euch in einer Liebesangelegenheit gestritten habt, kann es durchaus sein, dass diese Versöhnung sehr stürmisch und leidenschaftlich ausfällt. Hallo, ihr fabelhaften Schützen und Schütze-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im November Geburtstag habt. Euer Herrscher, Glücksplanet Jupiter, verbringt jetzt seinen letzten Monat bei euch im Zeichen, bevor er dann in den Steinbock weiterzieht und dann kommt er erst in 12 Jahren wieder dahin zurück. Also genießt es. Und die Venus geht am 1. November abends auch in den Schützen. Und auch der Mars steht günstig zur Schützesonne. Es herrscht also eine heitere und kuschelige Grundstimmung vor.
In der Liebe und bei euren Kontakten herrschen Einvernehmen und Optimismus und ihr bezirzt alle mit eurem Charme. Rund um den Vollmond am 12. November und bis zum 15. gibt es einen etwas heiklen Aspekt, jedenfalls für alles, was mit Heimlichkeiten zu tun hat. Dann läuft die Venus bei euch im Zeichen, nämlich durch das Quadrat hier zu Neptun und Lilith. Da blüht die Fantasie, aber eben leider auch die Neigung, sich etwas vorzumachen. Sei es, dass ihr selbst euch etwas schön redet oder dass ihr jemanden kennenlernt, der vielleicht noch gebunden ist und euch das verschweigt. Das ist ja für euch auch langfristig ein Thema, dass Neptun diese Spannung zur Schützesonne hat und eine Neigung zur Verklärung und Täuschung fördert. Und diesen Monat wird das eben von der Venus und der Lilith verstärkt. Da geht man vielleicht ein unnötiges Liebesrisiko ein. In festen Beziehungen lasst ihr euch dann vielleicht in etwas hineinziehen und zu etwas überreden, aus lauter Liebe und Zuneigung, was ihr eigentlich gar nicht wollt. Seid einfach ehrlich zu euch selbst und zu anderen, damit ihr nicht in diesen Sog hineingeratet. Auf der anderen Seite kann euch dieser Aspekt auch sehr kreativ machen und inspirierend wirken, gerade wenn ihr künstlerisch arbeitet. Auch Schützen, die einen pflegenden oder beratenden Beruf haben, haben diesen Monat besonders viel Empathie und können ihren Kunden oder Klienten Trost und Hoffnung spenden. Jedoch gilt auch beruflich und finanziell, dass ihr ein Auge darauf haben müsst, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Zwischen dem 10. und 15. könntet ihr es nämlich mit Leuten zu tun haben, die euch über den Tisch ziehen wollen. Außerdem ist ja auch noch der Merkur rückläufig, das fördert dann auch noch Missverständnisse. Viele Schützen sind ja nun mal gutmütig und gutgläubig, weil sie eben immer das Beste in allem sehen und jemand könnte versuchen, daraus einen Vorteil zu ziehen. Im letzten Monatsdrittel ändert sich die Energie und die Stimmung wird angespannter. Am 19. geht der Mars in den Skorpion, das ist für das Schütze-Kollektiv ins 12. Haus, er zieht sich also gewissermaßen zurück. Das kann sich als ein Fehlen von Energie und Schwung bemerkbar machen, da hängt es aber auch sehr davon ab, wie euer persönliches Horoskop aussieht. Viele Schützen haben Planeten im Skorpion und die werden dann natürlich vom Mars aktiviert, aber das kann man nur in einer persönlichen Beratung klären. In den Tagen darauf geht der Mars in eine starke Spannung hier zu Uranus und die bildet zwar keinen schwierigen Aspekt zur Schützesonne, aber sie kann sich bei euch im Jobbereich auswirken. Vielleicht durch Kollegen, die unter Druck stehen und ein Drama anzetteln. Oder eine gesundheitliche Situation macht euch zu schaffen, sowas wie plötzliche Zahnschmerzen. Und diese Phase dauert etwa bis zum 26. November. Am 20. November wird abends der Merkur wieder direktläufig und am 22. November um 15.58 Uhr tritt die Sonne dieses Jahr in den Schützen ein und aktiviert dann für 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Und wenn ihr zwischen dem 22. und 25. November Geburtstag habt, dann habt ihr auch eine Glückskonstellation mit Venus und Jupiter im Geburtstagshoroskop und die wirkt dann in eurem neuen Lebensjahr noch weiter. Am 26. wechselt die Venus in den Steinbock und im Dezember zieht ja dann auch der Jupiter weiter in den Steinbock. Ebenfalls am 26. November, und das ist ganz wichtig, ist der Neumond im Schützen. Das ist natürlich sehr schön, falls ihr an diesem Tag Geburtstag habt, denn dann profitiert ihr in eurem neuen Lebensjahr von der Energie des Neumondes, der in Harmonie zum Chiron steht, dem Schutzpatron der Evolutionsagenten. Ihr seht dann das Potenzial in den Aufgaben der Zukunft. Ihr erkennt darin aufregende neue Möglichkeiten, euch einzubringen mit neuen Plänen für euer Business und Überlegungen, wie ihr dazu beitragen könnt, die Welt besser zu machen. Und das ist ja für alle Schützen der wichtigste Neumond des Jahres, weil er in eurem eigenen Zeichen stattfindet und ihr solltet Pläne für euer neues Lebensjahr machen. Auch wenn euch der Jupiter im Dezember verlässt, immerhin wird er noch ein weiteres Jahr günstig für euch wirken, weil er dann für das Schütze-Kollektiv durch das Geldhaus laufen wird. Darüber erfahrt ihr dann alles in meinem Jahrbuch 2020. Der Monat klingt mit harmonischen Aspekten aus, vor allem spirituell ausgerichtete Schützen werden die Energie der letzten Novembertage als angenehm und bereichernd empfinden. Hallo, ihr starken Steinböcke und Steinbock-Aszendenten. Eure produktive Zeit geht weiter und im November dürfte vieles rundlaufen. Klar, der Merkur ist rückläufig und das kann schon einige Verzögerungen, Missverständnisse mit sich bringen. Aber fürs Forschen und Recherchieren sind die Konstellationen sehr gut.
Bei euch spielt sich das übrigens im Haus der Freundschaften und der Netzwerkkontakte ab. Lasst hier besondere Sorgfalt walten, wenn es um Verabredungen und Absprachen geht oder auch um Zusammenarbeit im Team. Das muss ich mir auch selbst hinter die Ohren schreiben, denn in diese Zeit fallen die Arbeiten an meinem Jahrbuch und ich muss dann aufpassen, dass wir nicht aus Versehen Dateien aus der Dropbox löschen oder dass wir uns beim Layouten oder Redigieren missverstehen. Aber ich denke, das Ergebnis wird sehr gut werden, weil gründlich recherchiert. Viele Steinböcke bekommen weiterhin Druck von Saturn und Pluto und bis zum 5. November auch verstärkt durch kritische Aspekte hier vom Mars in der Waage. Bei mir steht jetzt zum Beispiel der Saturn auf meinem Mars im Steinbock und das macht viele Arbeiten unheimlich mühselig und langwierig. Das macht sich auch gesundheitlich bemerkbar mit Blockaden und Verspannungen, zum Beispiel Schulter und Nacken oder so wie bei mir gerade. Ich habe eine Kieferblockade. Das ist typisch für Mars-Saturn, denn der Mars, das sind die Muskeln und das Beißen, Zähne und Kieferknochen werden regiert von Saturn. Und dann haben wir ja auch noch den Chiron, der steht kritisch zur Steinbocksonne und das betrifft jetzt vor allem die Dezember-Steinböcke. Das kann auch gesundheitliche Probleme anzeigen, entweder bei euch selbst oder bei Menschen, für die ihr Verantwortung tragt. Aber insgesamt geht es trotzdem voran. Gerade im November sind sowohl Saturn als auch Pluto im Steinbock schön eingebettet in weichmachende Aspekte zu Neptun und auch von der Sonne her im Skorpion. Und da haben wir eine sehr angenehme Phase zwischen dem 5. und dem 12. November. Am 12. ist dann der Vollmond in den Zeichen Stier und Skorpion. Der steht sehr günstig zur Steinbocksonne und ist auch sehr sinnlich. Wenn ihr einen Liebespartner habt, dann lasst mal die Arbeit liegen und tummelt euch miteinander. Für alleinstehende Steinböcke beleuchtet der Vollmond auch ihre Freundschaften. Vielleicht könnt ihr was mit der Clique unternehmen. Steinbock-Singles sind eventuell in der Liebe im November etwas im Rückzugsmodus, weil die Venus die meiste Zeit hier durch den Schützen läuft und das ist bei euch das versteckte 12. Haus. Kommt aber natürlich auch darauf an, ob ihr vielleicht Planeten im Schützen habt. Dann empfangt ihr weiterhin gute Impulse von der Venus. Vielleicht hegt ihr auch eine stille Schwärmerei für jemanden, der das gar nicht merkt. Oder vielleicht bemerkt ihr auch eure eigenen Gefühle gar nicht, weil ihr so viel zu tun habt. Zwischen dem 10. und dem 15. haben wir einen kritischen Aspekt zwischen Venus und Neptun und Lilith. Das betrifft euch eher indirekt, vielleicht durch einen Partner, der euch etwas nicht offenbaren will, aber ihr selbst seid eigentlich ganz friedlich und ganz lieb. Wenn ihr als Berater oder Therapeuten arbeitet, seid ihr im November besonders intuitiv und einfühlsam für die Nöte eurer Klienten. Am 19. geht der Mars in den Skorpion und bildet dann für 6 Wochen vorteilhafte Aspekte zur Steinbocksonne. Und am 20. abends wird auch der Merkur wieder direktläufig. Zwischen dem 20. und 26. haben wir aber erstmal einen erheblichen Spannungsaspekt zwischen Mars und Uranus. Zum Glück steht der günstig zur Steinbocksonne. Aber es kann da bei euren Freunden oder auch Teammitgliedern einige Aufregungen geben. Unerwartete Ereignisse können euch fordern, aber ihr seid dann ganz lösungsorientiert. Gut möglich, dass eine solche Entwicklung letztlich für euch einen positiven Impuls bringt oder auch, dass ihr anderen helfend zur Seite stehen könnt. Am 22. geht die Sonne in den Schützen und am 26. ist dann der Neumond im Schützen. Beides beim Steinbock-Kollektiv im Bereich des Rückzugs und der Spiritualität. Das wäre ein guter Neumond, um darüber nachzudenken, ob ihr sowas wie Meditation oder eine andere spirituelle Übung in euren Alltag aufnehmen wollt, um euer Stresslevel zu senken. Ist aber auch ein toller Neumond, wenn ihr bereits spirituell arbeitet, um eure diesbezüglichen Aktivitäten für das neue Jahr zu planen. Eine gute Nachricht für euch ist, dass die Venus an diesem Neumond in den Steinbock wechselt und euch dann anschließend für 3 Wochen schöne Impulse bringt. Und dann kommt auch das Liebesleben wieder in Gang, falls es vorher pausiert hatte. Die Tage bis zum 8. Dezember sind voller spannender Liebeschancen für die Singles, denn die Venus wird dann im Dezember die Mondknotenachse passieren. Mehr dazu in eurem Video für den Dezember. Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Es gibt gute Nachrichten von der Venus. Die läuft nämlich ab dem 1. Dezember für 3 Wochen durch den Schützen und sendet euch positive Impulse für euer Liebesleben und eure Freundschaften.
Besonders in den ersten und den letzten 10 Tagen des Monats dürfte sich beides erfreulich entwickeln. Nur bitte um die Monatsmitte herum ein bisschen aufpassen, da scheinen Flirtpartner nicht ganz ehrlich zu sein. Möglich auch, dass im Freundeskreis etwas vor euch geheim gehalten wird. Beim Wassermann-Kollektiv steht die Sonne jetzt im Karrierehaus. Wahrscheinlich habt ihr viel zu tun. Mit dabei ist auch der Merkur, der ja nun rückläufig ist. Das kann natürlich Abläufe und Vereinbarungen ins Stocken bringen. Außerdem kann es Vorgesetzte anzeigen, die ihre Meinung ändern und deren Zusagen nicht ganz zuverlässig sind. Günstig ist die Konstellation jedoch, wenn ihr mit Tätigkeiten wie Recherche, Controlling, Forschung oder Krisenmanagement zu tun habt. Denn mit diesem Merkur könnt ihr tief schürfen und Geheimnisse aufdecken. Wartet jedoch bitte bis gegen Ende des Monats, ehe ihr diese öffentlich macht. Ihr habt auch gute Finanzsterne, um neue Anlageformen zu erforschen oder hinter den Kulissen mitzubekommen, welche Aktie jetzt besonders wertvoll wird. Ab dem 22. könnt ihr dann einsteigen und kaufen oder einen entsprechenden Abschluss tätigen. Vorher bitte noch nicht. Denn da gibt es zwischen dem 10. und dem 15. noch einen heiklen Finanzaspekt, mit dem man sich in einer Sache auch sehr täuschen kann. Der Vollmond am 12. November steht in Spannung zu eurer Sonne. Das spürt ihr vielleicht daran, dass die Leute um euch herum zunehmend nervös werden. Aber lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Ab dem 19. November könnte es etwas ungemütlicher für euch werden, denn dann geht der Mars in den Skorpion und bildet für 6 Wochen gereizte Aspekte zur Wassermannsonne. Beruflich wird es dann stressiger für euch, zum Beispiel, wenn die Meinungen darüber auseinandergehen, wie nun am besten zu verfahren ist, um Ziele zu erreichen. Gleich zwischen dem 20. und 26. gibt es da eine enorme Spannung zwischen Mars und Uranus. Das zeigt Situationen an, in denen von allen Seiten an euch gezerrt und gezogen wird. Es hat vielleicht auch mit eurer Work-Life-Balance zu tun, also wie viel Zeit ihr privat für eure Familie habt und wie viele Anforderungen im Job auf euch einstürmen. Und der Wassermann neigt dann ja dazu, auf stur zu schalten, was dann auch noch zur Spannung beiträgt. Das Ganze spielt sich vor allem in der ersten Dekade eures Zeichens ab und auf der körperlichen Ebene ist dann auch die Verletzungs- und Unfallgefahr erhöht. Da gibt es nur eins: Ruhe bewahren, sich die Sache anschauen und sich dann flexibel darauf einstellen. Und lasst euch auch nicht hetzen oder zu irgendwelchen Aktionen überreden, bei denen ihr euch wehtun könntet. Die übrigen Konstellationen wirken aber entspannend, vor allem für die Geborenen der dritten Dekade. Die bleiben vielleicht von der ganzen Aufregung verschont. Da kommt es aber nun wirklich auch drauf an, wie die Planeten in eurem Geburtshoroskop stehen. Schaut euch bitte dazu auch nochmal die kosmische Schwingung an. Da habe ich ausführlich über den Mars-Uranus-Aspekt gesprochen und auch in welchen Graden der stattfindet. Wenn ihr das Kosmogramm-Geburtshoroskop von mir habt, könnt ihr dann nachschauen, ob vielleicht auch andere Planeten oder euer Aszendent diese Spannung empfangen und ob ihr vorsichtig sein müsst. Am 20. abends wird ja der Merkur wieder direktläufig und am 22. geht die Sonne in den Schützen und aktiviert dann für 4 Wochen eure Freundschaften und Netzwerke. Am 26. ist der Neumond im Schützen, der super günstig für euch steht und auch heilsam ist. Dann werden auch die Aspekte wieder friedlicher. Lasst euch vom Neumond inspirieren, Pläne für euer neues Jahr zu machen, zum Beispiel mit wem ihr gern zusammenarbeiten würdet, wo ihr Möglichkeiten seht, euch in Teams oder Netzwerken zu organisieren oder auch einfach, was ihr euch von euren Freundschaften im neuen Jahr wünscht. Zu Neumond wechselt die Venus das Zeichen und geht dann für 3 Wochen in den Steinbock für das Wassermann-Kollektiv ins 12. Haus des Rückzugs. Dann genießt ihr vielleicht die Liebe gern in der Stille, vielleicht braucht ihr auch etwas Rückzug vom Flirten. Jedenfalls könnt ihr dann in der Zeit viel für euer Wohlbefinden tun, wenn ihr zwischendurch in einer ruhigen Umgebung auftankt und öfter mal auf eure innere Stimme lauscht. Hallo, ihr feinfühligen Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Die angenehmen Tendenzen Ende Oktober, die setzen sich nun weiter für euch fort. Vor allem, was eure persönlichen und beruflichen Projekte angeht, an denen ihr gerne arbeitet, werdet ihr gut vorankommen und dabei auch noch Spaß haben. Lilith und Neptun in eurem Zeichen senden inspirierende und kreative Impulse. Lilith selbst kann ja durchaus auch eine schwierige und rebellische Energie sein, aber in diesem Monat lassen sich auch solche Impulse gut integrieren. Ihr werdet verstanden oder ihr versteht auch selbst Menschen, die von anderen als schwierig empfunden werden, ganz mühelos.
Das ist vor allem sehr schön für Fischegeborene, die therapeutisch oder helfend arbeiten. Auch wenn ihr einem Kreativteam mit lauter widerspenstigen und eigensinnigen Künstlertypen angehört, dürfte es diesen Monat gut vorangehen. Eure Liebestendenzen sind ein bisschen gemischt, denn die Venus geht am 1. November abends in den Schützen und steht dann 3,5 Wochen in Spannung zur Fischesonne. Das ist an sich nicht weiter schlimm, Venus gilt ja als Wohltäter, aber sie wird zwischen dem Vollmond am 12. November und dem 20. November heikle Aspekte zu Neptun und Lilith bilden. Und das könnte für einige Liebesverwirrung sorgen und die können sogar bis in euer berufliches Leben hinein Störsignale senden. Weil die Venus beim Fischer-Kollektiv im Karrierehaus steht, wäre der Rat der Sterne, mit Liebesaffären in der Firma oder mit Vorgesetzten äußerst vorsichtig zu sein. Und achtet auch auf die eigenen Signale und eure eigene Körpersprache, denn gerne wird eure freundliche und charmante Art auch als Einladung zum Flirt missverstanden. Lilith kann auch MeToo-Situationen anzeigen, also dass ihr seitens Kollegen oder Vorgesetzten offensiv beflirtet, um nicht zu sagen angebaggert werdet, obwohl ihr das gar nicht wollt. Es sind aber Leute da, die euch beschützen und an die ihr euch wenden könnt, falls sowas passiert. Ich glaube nicht, dass ihr ernsthaft in Schwierigkeiten geraten werdet, denn ihr seid durch die übrigen Aspekte gut abgesichert. Aber andere Leute könnten eben am Rad drehen. Und das besonders in der Zeit ab dem 19. November. Da geht nämlich der Mars in den Skorpion. Das wird euch den Rücken stärken. Er bildet dann nämlich günstige Aspekte zur Fischesonne. Falls es in den Wochen zuvor Auseinandersetzungen mit Kollegen oder Vorgesetzten gab oder man sich nicht über die Ziele oder deren Umsetzung einig werden konnte, wird es nun in den nächsten 6 Wochen vorangehen und alle ziehen mehr an einem Strang. Aber für sich genommen zeigt der Mars im Skorpion auch Menschen an, die eifersüchtig und besitzergreifend sind und die leidenschaftlich für ihre Überzeugungen kämpfen. Und die machen sich dann gegenseitig das Leben schwer oder auch euch, weil ihr vielleicht zu lieb zu jemand anderem seid. Da gibt es zwischen dem 20. und 26. eine spannungsgeladene Zeit, wo es zu einem solchen Drama kommen könnte. Aber wenn nicht gerade andere Planeten in eurem Horoskop direkt diese Spannung empfangen, fällt euch wohl eher die Aufgabe zu schlichten und zu trösten. Oder ihr haltet euch einfach raus aus dem Drama. Das wird euch bestimmt auch ganz gut gelingen. Es sei denn, es hat eben direkt mit einer Liebessituation bei euch zu tun. Da zeigt dann die Lilith in eurem Zeichen, dass ihr keine Lust habt, euch für euer Verhalten zu rechtfertigen und dass ihr es überhaupt nicht vertragen könnt, wenn man euch in eurer Freiheit einschränken will. Da könnte es dann schon auch in euren eigenen Beziehungen Spannungen geben. Während dieser Zeit wird der Merkur wieder direktläufig am 20. abends und am 22. geht die Sonne in den Schützen. Sie aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen beim Fischer-Kollektiv alle Angelegenheiten rund um ihre Karriere und ihr berufliches Fortkommen. Deswegen kann es ratsam sein, sich's nicht mit Leuten zu verderben, die beruflich wichtig für euch sind, es sei denn, die haben sich nun wirklich daneben benommen. Oder ihr wartet einfach vorsichtig ab, denn ab dem Neumond am 26. November im Schützen legt sich auch die allgemeine Spannung wieder. Das ist für die Fische ein wichtiger Neumond, um über ihre Karrierepläne und ihre Ziele im Leben nachzudenken. Am gleichen Tag geht die Venus in den Steinbock und bildet dann für 3 Wochen günstige Aspekte zur Fischesonne. Das ist zum Beispiel gut für finanzielle Verhandlungen und Absprachen und auch gut für eure aktuelle Teamarbeit. Der Monat klingt aus mit superschönen Tendenzen, ihr habt super kreative berufliche Ideen und trefft spannende Leute. Und für die Singles beginnt dann eine Zeit bis zum 9. Dezember mit tollen Flirtchancen und da könnte sogar was Ernstes draus werden. Und hier kommt mein Serviceteil für euch. Jetzt ist ja die Zeit der Jahreshoroskope und ich bin sehr ausgebucht, denn in der zweiten Novemberhälfte soll mein Jahrbuch 2020 erscheinen. Im Dezember habe ich mir wieder Zeit für eure Beratungstermine freigehalten. Ihr könnt also gerne noch eine persönliche Beratung oder ein Jahreshoroskop bei mir buchen und das geht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist der Vollmond-Talk am 11. November und zwar live aus Arizona. Wegen des großen Erfolges setze ich die Serie Wer passt zu wem fort? Diesmal Wer passt wie zum Skorpion? Außerdem verlose ich in der Sendung auch wieder eine Live-Beratung.
Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr euch bitte per E-Mail anmelden, denn ich brauche dazu eure Geburtsdaten und eine Einverständniserklärung, dass ich euer Horoskop zeigen darf. Das Anmeldeformular mit der E-Mail gibt es auf meiner Homepage. Einfach nach unten scrollen, da steht dann Livestream. Und der Livestream selber findet dann hier auf meinem YouTube-Kanal statt. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Diesmal könnt ihr ein Exemplar meines Jahrbuchs 2020 gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten und konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt und die geht ja Ende November online. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Falls ihr den Livestream mit Wer passt zu wem mit der Waage verpasst habt, den gibt es auch als Video. Interessant ist auch der Livestream mit dem Thema Astrokartografie, besser leben am richtigen Ort. Und hier geht's zu dem Video mit der kosmischen Schwingung im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.